Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Roll P. Und ich bin Metal Mario Master. Und wir sind hier wieder bei Mario Party 1. Genau. Auf dem Weg in ein neues Abenteuer, wovon ich ja noch davor erfahren habe, dass der gut Dani Roll P ein bisschen gefarmt hat. Er hat ja schon 99 Sterne gesammelt. Ja, kann ich mal hier kurz zeigen. Boom, Start. 99 und wir haben auch noch. Ja. Und wir haben auch noch einen neuen Block gekauft. Da kann man auch sehen. Ja. Ah, da kann man die ganzen Bretter sehen, sehe ich gerade. Ja. Das 37, 23. Ja, ich habe immer so ungefähr, weiß ich nicht, 15 Sterne oder so bekommen. Den Trick, den ich online gefunden habe. Ja. Das bedeutet einfach nur, weiß ich nicht. Weniger Arbeit für Daniro. Ja. Einfach alle auf PC einstellen, das Spiel automatisch spielen lassen. Dann am Ende im letzten Zug noch alle auf Spieler wieder umstellen und dann kriegt man alle Sterne. Genau. Das ist ein sehr einfacher Trick, der in einer Minute erklärt ist online. Ja, ist wirklich in einer Minute erklärt. Ich habe es gesehen. Dann lass uns mal das Abenteuer beginnen. Ja. Und dieses Mal auf ein Spielbrett, wo er noch nicht war. Ja. Ein Stern werden wir ja wohl noch kriegen, ne? Denke ich mal. Okay. Ich denke, die Charaktere dürfen klar sein. Ja. Mich immer erst auf den Weg gehen muss, ey. Ja. Welche Konstellation hatten wir noch nicht? Hatten wir schon. Donkey Kong, Mario und Luigi und Peach hatten wir noch nicht, ne? Ja, machen wir mal. Wen hatten wir noch? Immer Mario und Peach. Hatten wir nicht Mario und Peach? Bin mir nicht sicher. Mein Wario und Donkey Kong und hatten Luigi wir schon. Und Peach. Ja? Ja. Dann machen wir. Weil Wario, der steht nämlich auch heute im Mittelpunkt, weil heute werden wir sein Brett spielen. Okay. Perfekt. Na dann mal los. Varios Kanonen Canyon beendet die endlose Schlacht zwischen den Bob-Oms. Okay, wir jagen in der Luft. Yeah! Um 20 anstatt 50, wie ich auf Screen gemacht habe. Ja. Canyon. Irgendwie eine Bro-Force Level. Broke. Ich mag die Anfangsmusik, ich mag sie einfach. Sie hat so was Beruhigendes. Hey. Hey, es ist Cooper. Okay. Ah. Diese Einöde ist ein Schlachtfeld. Die roten und die schwarzen Bob-Oms bekämpfen sich ununterbrochen. Wird dieser Kampf jemals enden? Ich hoffe nicht. Ich werde pro Wort bezahlt, wissen Sie? Versucht die Streithähne irgendwie zu einem Waffenstand zu bewegen. Ein kleiner Tipp noch. In der Mitte ist Bowsers Gebiet. Der einzige Weg dorthin ist mit einem Flyguy zu fliegen. Ja, Startreihenfolge. Das ja, wird diese endlose Schlacht jemals enden? Ich glaube nicht. Ja. Beim letzten Mal hat es ja auch nicht geklappt. Verdammter Dreck, ich bin Letzter? Oh. Wenigstens mal eine andere Konstellation, sonst ist einer von uns immer Erster und einer ist Dritter. Ja. Frische Wind. Dieses Kanonenbombenfeld-Dingen. Wo ist denn der erste Stern? Auf der Insel. Ja, diese Map ist unterteilt in insgesamt 5 Inseln. Aber Moment, bevor wir hier irgendwas machen. Ja. So. Hallo. Und hier geht's los. Macht euch bereit, ladet die Kanonen. Yep. What? So gelangen wir nämlich von der einen Insel zur nächsten. Wenn direkt vor dem Stern landen. Ja, wir müssen nämlich dann selbst bestimmen, wo wir landen. Also beziehungsweise selbst zufällig bestimmen, wo wir landen. Okay. Hab ich gerade gestellt.
So, und jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. 7. Natürlich nicht vor dem Ding landen. Ich muss mal gleich kurz einen Schnitt machen. Ich mach noch hier mal. Ja, cool. So, bevor wir nächstes Minispiel starten, ich kann einen Schnitt machen. Mach ich noch weiter. Okay. Mach noch eins. Ja. Okay, fertig. Ciao, mein Zug gemacht. Ich kam noch nicht mal bis zur ersten Kanone. Was wird denn das mit dem Spiel sein? Rennbahn. Dann, wie Danilo sagte, jetzt kommt ein kleiner Schnitt. Boah, okay. Auf die Rennbahn, let's go. Ja. Los geht's. Aber da war ich nicht gut im Spiel. Niemand zu vorsichtig. Ja, darfst nicht zu vorsichtig sein. Darfst aber auch nicht zu riskant sein. Du bist auch wie ein Irrer am Düsen. Ja. Aber ich weiß, wann ich abbremsen muss. Ja, aufholen. Oder auch nicht. Was mache? Man kennt mich als das lebende Carrera-Auto. Das Spiel kacke. Geht gar nicht hin. Entweder zu freundlich oder zu. Wir haben sogar einen Rekord aufgestellt. Oh Gott. Hey, okay, weiter geht's. Ja, denn von der Insel geht es nämlich in die obere linke. Oh, und sie kommt schon direkt auf die letzte Insel. Und so geht's halt immer so weiter. Rot. Ja. Boah. Boah, Wario muss aussetzen. Haben, sollen wir Mitleid haben? Nee, nicht wirklich, ne? Dann komme ich ja gar nicht mehr zu dem Stern, ey. Nee. Jawohl, Oma. Ja, lass mich raten. Verdammt! Ja. Oh, okay. Verdammt, Dreck! Nur sehen gerne, mich voll an Final Fantasy sind, ey. Ich hab nie Final Fantasy gespielt. Ja, Schande über mich. Ja. Thema des Imperiums von Final Fantasy selbst irgendwie. Aber wenn man bedenkt, wann in welchem Jahr erschien Final Fantasy 6? Ich weiß, Final Fantasy 7 erschien, glaube ich, 1997. 1997. Und damals kamen die Final Fantasy Spiele fast jährlich raus, also würde ich mal sagen, so 95, 96. Ah. Ob sich die Leute hier was dabei gedacht haben? Mann, ey. Meine. Meins. Irgendwann, wenn das Best of kommt, ich glaube, du würdest genau diese eine Szene da reinschneiden. Weiß ich nicht. Meins. Ich weiß gar nicht, wie ich ein Best of davon mache. Irgendwie sind hier nur Best ofs in diesem Minispiel. Ach komm, ein Best of gehört dazu. Ich habe gesehen, wir haben noch nicht mal ein ordentliches Outro. Ja. Hallo, harte Arbeit. Das ist auch eine Arbeit. Muss doch nicht immer Qualität sein. Gibt das der
gibt dieses Projekt, die ich wollte schon fast sagen, Daniro Vegas Treatment, aber da habe ich auch manchmal Intros gehabt. Ich weiß. Ich erinnere mich an Dauntless. Ja. Wo du ja den Einsatz gesagt hast, den ich in Cuphead gebracht habe. Ja, ausgezeichnet. Sterben. Oh nein. Ja. Genau. Ich rette dich. Ich lasse dich doch nicht einfach so sterben. Und wenn ich mit dem Vegas aufnehme, ist irgendwie, weiß ich nicht. Also irgendwie immer das Chaos vorprogrammiert. Gibt's nicht. Es ist ein bisschen mehr so, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, wir beide machen das so ein bisschen ordentlicher, so im Sinne von Qualität. Weiß nicht, ob Qualität das richtige Wort ist. Ich meine irgendwie so, weiß ich nicht. Wir setzen uns hin, wir machen irgendwie eine Aufnahme und so mit Intro und all sowas. Ich mit Vegas irgendwie aufnehmen, dann heißt einfach so, okay, jetzt doch mal. Ja, jetzt so, also ohne, ohne Absprache, irgendwas so, ohne geregelt. Also, in anderen Worten so, wir planen einfach alles. Also, und bei Vegas ist er also, wir machen einfach. Ja, wir machen einfach, ja. Okay. Dritte, vierte Runde ist noch kein Stern, ey. Ja, Bob-Abfahrt. Das ist ein cooles Minispiel. Wir arbeiten immer zusammen. Ah, nicht Gegner. Ja, bilde mit einem anderen Spieler ein Team für eine Pop-Up-Fahrt. Reguliere das Tempo mit dem Control-Stick und hole mit A Schwung. Aber das hat man doch gar nicht. Nee, das hat man doch gar nicht. Wenn du den mit dem Bob über die Beschleunigungsfelder fährst, dann bekommst du mehr Schub. Ja. Okay. Ich glaube, du dürftest oben sein und mein Team ist unten. Ja! Ready? Go! Bis immer dann! So, immer so ein Olympiaspiel irgendwie. Konnte man auch irgendwie Bob fahren, das war irgendwie voll witzig. Ja. Und man irgendwie... Bob fahren ist halt immer cool. Aber ich stelle mir Bob fahren auch sehr gefährlich vor. Nicht zu vergessen, verwechseln mit Skeleton. Das ist ja noch gefährlicher. Ja, immer am Anfang, wenn irgendwie das Spiel begonnen hat, muss man ja schieben und ja, hab die immer irgendwie, weil nicht auf die Schnauze fallen lassen oder gar nicht irgendwie, nee, man musste irgendwie manuell irgendwie einsteigen und das habe ich irgendwie nie gemacht. Dann ist immer irgendwie am Ende eine Person übrig, die die ganze Zeit irgendwie nur am Schieben ist, wenn normalerweise eigentlich da drin sitzen müssten. Das ist ja teilweise so richtig sadistisch. Oh, vorsichtig, hier können wir runterfallen. Ah, seh ich! Niemals. Oh, geh doch mal weg mit deinen dicken Hintern. Geh doch mal weg. Nein! Nein! Toll. Ich glaube, Peach arbeitet nicht so mit dir zusammen gerade. Nein, das darf nicht wahr sein. Ja, wir hatten ein größeres Gewicht an Bord. Ich schiebe alles auf Peach. Fucking Peach, du kannst nix. Ja gut, Marios Gewicht hat uns gecarried. Moment mal, er saß doch vorne. Müsste er nicht eigentlich hinten sitzen? Ach was. Das gibt's nicht. Ich bin schon wieder Letzter. Ich will nicht, dass das mir wieder so und Desaster wird wie ganz am Anfang. Weil auf diesem Brett habe ich mal mit einer einzigen Münze Vorsprung gewonnen. Mit einer einzigen. Ach, da war eine Bild, das du mal gesendet hast, ne? Genau. Ob die sich den Stern jetzt da landet? Nö. Nein. Was passiert jetzt? Okay. Ist doch nicht wahr. Ich darf doch mal würfeln. Also mindestens einen Stern brauchen wir noch, ne? Also. Ja, wir werden wahrscheinlich eh einen kriegen. Allein durch die Bonussterne. Ja. Oh. Hm. Ach, ganz Mick jetzt hier rumlaufen, ey. Das ist ein ganz schön weiter Weg. Ich finde es nicht auch. Ja. Mit den Kanonen ist auch nicht so sicher. Ah. Wenn man bedenkt, dass die Kanonen aus Mario 64 sind, eigentlich finde ich die sehr sicher.
irgendwie auf dem Schallgeige jetzt hier anstatt auf dem Bob-Omb eigentlich. Ja. Oder war nicht richtig? Ja, ja, zwei gegen zwei. Bombskippball. Oh Mann, ich muss schon wieder mit Peach arbeiten. Ich glaube, Bombskippball hatten wir schon. Ja. Oh, großer Gott, sie hat den Ball. Mario. Setz auf sie. Friss sie. Töte sie. Tisch. Meiner. Tisch. Meiner. Ne, nicht anfassen. Meiner. Ah. Einer. Nein. Jawohl. Nein. Verdammter Dreck. Bestes Team. Ich habe einen neuen Superbruder gefunden. Jetzt auch noch ihr Superbruder hier kündigen, ey. Hey, erster, cool. Ich hab nur Deutschbünz. Das ist überhaupt nicht meine Art. Freunde, ich muss ganz schnell wieder aufholen. Ja. Ich glaube, ich brauche jetzt unbedingt als Aufmunterung den Stern. Weiß, vielleicht habe ich ja die ganzen Offscreen-Spiele ja selber gespielt. Oh, vielleicht voll trainiert, ne? Was, du hast so heimlich geübt! Ja, genau, du hast heimlich geübt. Ne. Die ganzen 50 Runden. Nein, ich habe die ganze Zeit automatisch laufen lassen. Ja, auch voll lang gedauert, ey. So ein Match hat bestimmt so 2 Stunden gedauert. Ja. Aber ich spiele halt gerne für mich selber auch einfach mal 50 Runden. Ich weiß nicht wieso, ich mach's halt sau gerne. Meinst du, wird sie es schaffen oder wird sie kläglich runterfallen? Ja, vielleicht kriegt sie eine Münze. Ja, schon mal ein. Dreck! Nein. Oh. Mist. Sie kriegt doch. Ja, warum sie kriegt fallen? Trotzdem eine Münze. Miss, warum fallen sie runter? Ja, Miss, warum fallen sie runter? Ich habe nur 9 Münzen. Kann sich alles gehen. Ja, ich möchte noch mal auf meine klägliche Situation hinweisen. Dankeschön. Jemanden hierher? Ja, du kannst halt wirklich jemanden auf diese Insel holen. Wie gesagt, das kostet alles 10 Münzen. Hm. Ah, nicht. Warte mal, wo ist überhaupt der Stern? Der Stern ist auf der Insel unten rechts. Wo bringt die mich jetzt hin? Die bringt mich unten links, ne? Ja, die bringt dich wieder auf die Anfangsinsel zurück. Und dann nach rechts. Ist halt immer erst hier von links nach rechts. Von links unten nach rechts unten. Von rechts unten nach links oben. Und von links oben nach rechts oben. Dann immer so weiter. Das heißt, du bist am nächsten daran gerade. Ja, aber ich hab sowieso keine Münzen. Ja, stimmt. Gar nicht. Gar nichts. Oh, wirklich? Dann bis später. Boah. Wieder mit Mario 19 gleich. Pass auf. Hoho! Jetzt habe ich einen Münzen. Ja, hätte ich doch ja hinziehen sollen, ne? Oh Gott. Eisen, Wahnsinn, was ist das nochmal? Button Mashen. Cool. Das hatten wir oft genug gehabt, wo uns beide dann der Finger wehgetan hat. Okay. Ready? Go! Ach ja, lenken. Ja, voll Gas geben in den ersten Spielen. Komm schon.
Was? Boah, da war aber knapp gewesen. Dann geh mal auf eine Karte, sind wir eher da. Ja, das habe ich ja, habe ich auch so gesehen. Hey, ich bin Erster. Ja. Mit einer Münze. Moment. Wait. Das glaube ich jetzt nicht. Auch schon 12 Münzen. Ich fühle mich dezent verarscht. Oh Gott. Wie ruiniere ich euch denn heute den Tag? Der Bowser-Umbruch. Warte mal. Ist das gut oder schlecht? Hör mich gut. Kriegen wir Münzen. Ah, ich habe ein paar verloren. Ja. Ah, verdammt. Das ist weit weg. Das ist sehr weit weg. Ich muss einer drüber. Komm. Yes. Nein. Oh Gott sei Dank. Oh no. Wenn ich Glück habe. Verdammter Dreck! Das heißt, wir sind wieder die Pins. Wir dürfen wieder Pins sein. Verdammter Dreck! Oh nein, Mario, der hat einen sehr starken Schwung. Ja. Und eine sehr leichte Bahn. Weil du musst wissen, du darfst nämlich die Bande nicht berühren. Weil weißt du, was die Bande ist? Nee. Die Bande ist ein Elektrozaun. Ja. Verdammt nochmal! Ich fühl mich verarscht! Das gibt's doch nicht! Ich werd hier nur betrogen! Okay. Verdammter Dreck! Ich bin zum 10. Ja, machen wir ja immer so. Ich hab jetzt das Zeitgefühl irgendwie verloren, wenn ich den Schnitt gemacht hab. Oh. Wir haben neue Befehle, wir ändern die Ziele. Bewegt die Kanonen! Seid nicht unvorbereitet, ändert die Ziele, bewegt die Kanonen! Aber ich bin doch genau vor der Insel, Mann! Die Kanonen haben ihre Ziele und ihre Schussrichtung gewechselt. Super, wo lande ich denn dann jetzt? Ey? Oben rechts? Oben rechts, ja, jetzt läuft nämlich alles umgekehrt. Boah. Hier, irgendjemand muss nochmal auf so ein Ding landen. Ich muss diese Runde aussetzen. Wieder alle gegen Wario? Okay. Oh, das große Tauziehen, komm, den machen wir fertig. Ja. Komm, den bringen wir um. Zieh den Dicken. Zieh den da rein. Ich benutze deine Hüftmuskeln. Oh oh. Oh nein, 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 ich fühle mich betrogen! Das ist mir so mitten im Spiel irgendwie so aufgefallen. Warte mal, verlieren wir nicht dann alle Münzen? Oh, bitte. Bitte, muss funktionieren. Please. Jetzt so gut.
wäre so schön. Wieder Mario. Ich meine, da ist den seine Level, aber trotzdem, man. Ja. Und ein bisschen Heimvorteil habe ich so ein Gefühl. Irgendwie schon. Zum den, ey. Was ist das denn? Das ist ja voll der leichte Turm. Mit der Wampe berührt. Ja, eigentlich hätte er runterfliegen müssen. Mein Gott, hat der Asche. Darn it. Ja. Ja. Ich habe keinen Cash. Ich bin so reich wie eine Kirchenmaus. Nein, warum immer so weit weg? Komm. Nein. Wohl? Oh, ich muss schon wieder eine Runde aussetzen. Das sei aber gar nicht so schlecht. Ja, nur jemand irgendwie schneller den Stern abgreifen. Vielleicht. Ja. Komm, hauen wir den Münzblock. Aber, oh, Moment. Oh nein. Oh nein, du hast den Hammer. Oh nein. Oh. Ah, nein. Oh. Oh. Das ist einer meiner Thumbnails. War schon beim zweiten Part. Ja. Dieses Donkey Kong Thumbnail. Es war so gruselig. Was du denn da? Die. Ja, die Münzen klauen. Klauen? Aha! Warte, voll eine übergezogen. Wie kann das eigentlich wagen? Weg. Nein. Aua! Ah. Oh, ich bin Ist das im Minispiel aufgefallen, irgendwie? In den Parts aufgefallen, dass man irgendwie die Blöcke mit den Hammer kaputt machen kann. Okay. Du hast ja nicht vorher gewusst, Mann. Ja, hättest du das mal vorher gewusst? Oh. Kriegt der 8 Münzen nicht? Kriegt einen Knall. Oh, du verdammter ey. Du Elender! Hey, hallo. Mario! Du Arschloch! Was warst du denn hier? Du Penner! Ist schnell zum Stern. Noch mal wieder hinkommen. Von oben links. Ja. Oh, du die sind, Penner! Die sind alle da vor sich gerade, ey. Ja. Außerdem, ich bin sowieso keine Bedrohung, ich muss sowieso aussetzen. Ja, beim nächsten Zug. Oh. Ist das euer verdammter Ernst? Ah, ist er dann mit Bowser? Ja. Oh, sehr gut. Ich fühl mich betrogen. Nein! Der Vegas hat dieses Spiel liebevoll bezeichnet. Mit den Worten, dass die, als wenn man irgendwie den fetten Jungen auf dem Schulhof verprügelt. Habe ich tatsächlich in den Kommentaren gelesen. Aber immer stehen. Oh. Aber, aua! Meine. Auf die zur Schlucht, Mario. Nein. Oh, sehr gut. Jetzt hättest du sogar zu wenig Münzen gehabt, ey. Ja. Oh.
Ich fühle mich dezent betrogen. Ja, blöd, jetzt kriegt einer von denen aber den Stern. Wenn du Glück hast, landet der irgendwo genau da, wo du bist, wieder, ne? Ich habe aber keine Münzen. Ich habe irgendwie gedacht, ich könnte mir irgendwie den Stern klauen, aber ich habe auch nicht genug Münzen, um mehr leisten zu können. Macht man ja 50, ne? Ja, 50. Da bin ich genau vom Buhu. Peach, dich rette ich nie wieder. Du wirst nie wieder in einem Mario-Spiel gerettet. Oh, cool. Das ist nicht wahr, ey. Das kann nicht sein! Ich war auch schon an diesem Ort. Du warst auch schon an diesem Ort. War ja denn schön. Ja. Nein, ich will nicht mehr. Da ist der Stern. Aber du wirst. So, ein Stern bitte, wenn es geht. Okay. Wow, du hast eine Menge. Ja, eine Menge. Da hätte ich gern ein paar. Ja. Oh, Eis. Eis. Alter. Da kann ich auch mal wieder. Oh, hi! Kommt Kui gerufen gerade. Ja, ich nehme mal den hier, ne? Danke. Schönes Spiel. Ich fass es nicht! Also, das Spiel betrügt! Das ist doch beschiss! Ich komm nicht voran! Halt die Fresse, Fly Guy! Verzieh dich! Okay. Das ist mein Spiel für diesen Part. Oder den Münzblock. Nochmal. Nur diesmal hab ich den Hammer! Ich werde dich hier setzen! Hau, 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 hau! Mario, hilf mir! Ich habe so viel Aggression, die muss ich jetzt loswerden. Geh weg. Ja. Nein. Sehr gut. Wir haben ein paar Münzen. Münzen. Nein. Weg. Was genug davon? Oh, okay. Ich hab schon noch einmal. Ein. Hey, eine ist besser als keine. Ja, dann würde ich sagen, wie es jetzt, wie es weitergeht bei diesem Betrug. Oh, nee, das finden wir raus aus dem nächsten Part von Mario Party. Ja, bis dann. Ciao, ciao.